Der Schweizerische Nationalfonds, kurz SNF, fördert im Auftrag des Bundes die wissenschaftliche Forschung in der Schweiz. Dafür erhält er einen jährlichen Beitrag von ungefähr 1 Milliarde Franken. Um den Schwankungen der jährlichen Bundesbeiträge vorzubeugen, arbeitet der SNF mit einer weitsichtigen Planung und einer Reserve. Diese erlaubt es ihm, finanzielle Engpässe zu vermeiden. Davon profitieren Forschende wie Frau Piscopia. Sie kann sich darauf verlassen, dass der SNF ihr Projekt unabhängig von seiner kurzfristigen Finanzlage beurteilt. Dabei muss der SNF jedoch eine zentrale Bedingung einhalten. Die Reserve darf 10% des jährlichen Bundesbeitrags nicht übersteigen. Sind die Reserveüberschüsse bis Ende Jahr nicht verbraucht, kürzt der Bund seinen Jahresbeitrag. Doch weshalb kann der Schweizerische Nationalfonds nicht einfach zusätzliche Projekte bewilligen, wenn die Reserve überschritten wird? Bis Projekte wie jenes von Frau Piscopia Resultate erzielen, kann es 4 Jahre dauern. Der SNF verteilt daher seine Fördergelder auf 4 Projektjahre, wobei er den Reserveüberschuss schon im ersten Jahr verpflichten muss. Damit steigt aber der Anteil der verpflichteten Fördergelder für die nächsten 3 Jahre. Dies hat zur Folge, dass der SNF weniger Geld an neue Forschungsprojekte vergeben kann. Der Wettbewerb für neue Forschungsanträge spitzt sich zu. Die Situation wäre anders, würde man die im Gesetz festgelegte Reserveobergrenze erhöhen. Ihre Berechnung müsste sich nach den schon verpflichteten Fördergeldern richten. Der im ersten Video erwähnte Grundsatz der kontinuierlichen Förderung bliebe somit erhalten.